Willkommen bei Smart Liste. In diesem Video besprechen wir den die besten Vaporisator- und Sterilisator-Test. Ich habe diese Liste basierend auf meine persönliche Forschung und Meinung, und ich versuchte, sie basierend auf ihren Preis, Qualität, Haltbarkeit und mehr zu verzeichnen. Für weitere Infos und aktuelle Preise der von uns erwähnten Produkte, seht ihr am besten die Links in der Beschreibung unter dem Video an. Machen wir also gar nicht lange rum und legen los mit der Liste. Auf Platz 5 haben wir der Re VapoMax Großer Vaporisator. Der Re 36010 VapoMax ist ein preisgünstiger elektrischer Vaporizer. Da das Gerät rund ist, nimmt es mehr Platz in der Küche ein als seine kompakteren Cousins. Der Behälter ist aus strapazierfähigem Polypropylen gefertigt, was ihn langlebig und robust macht. Im VapoMax können in jedem 10-minütigen Sterilisationszyklus Keime aller erdenklichen Hersteller aus Barbeflaschen ausgerottet werden. Bis zu 6 Flaschen können darin aufbewahrt werden. Auf dem Deckel befindet sich ein kleiner Dampfauslass, der je nach Temperatur seine Farbe ändert. Dadurch wissen Sie immer, auf welchem Niveau sich der Revaporizer befindet und ob Sie beim Berühren vorsichtig sein müssen. Wenn der Sterilisationszyklus beendet ist, schaltet sich das Gerät automatisch aus. Im Zug auf Nummer 4 haben wir der Philips Aventis CF282-22. Der Mikrowellendampfsterilisator Philips Aventis CF282-22 ist eine ausgezeichnete Wahl, wenn Sie Ihre Barbie-Sachen schnell desinfizieren müssen. In nur 2 Minuten können Flaschen, Sauger, Schnuller und andere Gegenstände sterilisiert werden. Die einzige Notwendigkeit ist, dass Sie Zugang zu einer Mikrowelle haben. Der Sterilisationsvorgang kann je nach Leistung der Mikrowelle bis zu 6 Minuten dauern, geht aber noch relativ schnell. Grundlage der Sterilisation ist die Dampfbildung durch Erhitzen von Wasser. Bis zu 99,9% aller Bakterien und deren Sporen werden bei hohen Temperaturen abgetötet. Im Behälter befindet sich ein Sieb, das entfernt werden kann. Zur Sterilisation wird es mit einem Kunststoffdeckel verschlossen. Das macht es bequem. Auf Platz 3 haben wir den Nuke Vario Express Dampfsterilisator 3-in-1. Der Autoclave Vario Express von Nuke ist ein Gerät auf dem Markt, das dank seiner rechteckigen Optik nicht viel Platz in der Küche einnimmt. Der Sockel ist mit der Heizplatte und dem Elektroanschluss relativ niedrig. Der große Deckel deckt das volle Volumen ab. Der Startknopf ist an der Vorderseite der Base positioniert. Auf der Rückseite befindet sich jedoch ein separater Ein-/Aus-Knopf für die Stromversorgung. Dies schützt das Gerät vor versehentlichem Einschalten. Bis zu 6 große, markenunabhängige Barbeflaschen können im Nuke Vaporizer verdampft werden. Die Haltestangen können auf einem Gitter verschoben oder ganz entfernt werden, um große Teile einer Milchpumpe oder eines Dellers aufzunehmen. Kleine Stücke werden in einem separaten Korb aufbewahrt. Im Zug auf Nummer 2 haben wir der Philips Aventis CF285-02. Philips Avent bietet mit dem 3-in-1 Dampfsterilisator ein weiteres Gerät auf dem Markt an, das durch seine Vielseitigkeit überzeugen kann. Durch das Ineinanderstecken von mehr oder weniger Komponenten des Gehäuses kann die Kapazität modular verändert werden. Der Sterilisator sollte im unteren Bereich genügend Platz für bis zu 6 Barbeflaschen und andere Kleinteile im oberen Bereich haben. Wenn Sie nur ein paar winzige Gegenstände sterilisieren müssen, kann das kleinere Modul direkt auf den Sockel gestellt werden. Alle Module werden durch den praktischen Deckel sauber verschlossen. In beiden Bereichen befindet sich ein Gitter, auf dem die zu sterilisierenden Stücke abgelegt oder abgelegt werden können. Im Gegensatz zu anderen Geräten gibt es jedoch keine separaten Halterungen für Barbeflaschen. Die Flaschen werden einfach übereinander gestapelt. Und schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste, haben wir der Philips Aventis CF287-02. Der Philips Aventis CF287-02 ist ein sehr vielseitiger Dampfsterilisator mit einem 4-in-1-System. Die Größe kann modular angepasst werden, je nachdem, welche Teile sterilisiert werden müssen. In der geräumigsten Umgebung ist im Sterilisator genug Platz für 6 große Barbeflaschen. Es kann auch mit Flaschen anderer Hersteller verwendet werden, egal ob Weithals oder Standardgröße. Der Mittelteil des Gehäuses kann einfach entfernt werden, wenn nur winzige Portionen benötigt werden. Sie können alle Kleinteile in der Spülmaschine reinigen, bevor Sie sie mit dem separaten Korb sterilisieren. Der Philips Avent Sterilisator benötigt 6 Minuten zum Sterilisieren und schaltet sich dann automatisch ab. Wie immer, Sie die Links der Produkte finden haben wir in diesem Video unten in der Beschreibung unten besprochen. Dank für das Ansehen unserer Video, bitte mag dieses Video teilen und vergessen Sie nicht unseren zukünftigen Update-Kanal zu abonnieren.